Mein Name ist Axel Helmut von der Firma JP Sauer & Sohn in Isny und ich stelle Ihnen jetzt die Neuheiten des Jahres 2012 vor. Wir beginnen mit der Sauer 202 Hatari, eine Waffe für die bevorzugte Jagd in den dunklen Kontinenten, Afrika oder sonstigen Ländern, in denen etwas stärkeres Wild bejagt wird. Die Waffe hat das Kaliber 458 Lot. Die Waffe ist ausgerüstet mit einem Holland-Holland-Klappkorb mit einer Expressvisierung zum Schuss über die offene Visierung. Sie können die Visierung auch entsprechend einmal ändern und dann auch auf weitere Distanzen über die offene Visierung schießen. Die Waffe ist ausgerüstet mit einem Vorderschaft Hatari mit einem Vierschussmagazin, einem runden Kammerstängel und einem geraden Schaft mit deutscher Backe. Die Waffe ist weiterhin ausgerüstet mit einer Magazinsperre, damit Sie beispielsweise in Afrika nicht einen Einzellader haben. Auf wehrhaftes Wild ist das unangenehm. Deswegen einfach die Magazinsperre betätigen und Sie können das Magazin nicht mehr verlieren. Auch die bekannte Sauer 202 Forest gibt es ab sofort mit einem grünen Kunststoffschaft mit variablem Riemenbügel. Zum schnellen Wechsel des Riemens, des Gewehrriemens. Man kann den umstecken und auch die Möglichkeit ist gegeben, die Waffe dann auch über den Rücken zu tragen. Ein weiteres Novum der Firma JP Sauer & Sohn auf dieser Messe ist der neue Abzug der Sauer 303, genannt Black Magic Trigger. Erkennbar an dem schwarzen Abzugzüngel, welcher auch nachträglich umgebaut werden kann. Der Abzug liegt bei 950 Gramm, ca. 950 Gramm, im Gegensatz zu dem bisher verwendeten Abzug, der 1350 Gramm ca. aufwog. Damit empfiehlt sich die Waffe natürlich umso mehr für Ansitzjagd und Pirsch.